Tischer. Heute in der PowerPoint-Präsentation will ich dir, lieber Tischer, zeigen, wie du diese coole Call-to-Action-Präsentation anfertigen kannst. Wie das Ganze funktioniert, zeige ich jetzt in meinem Video wie immer Schritt für Schritt. Damit wir also jetzt die coole Präsentation anfertigen können, benötigen wir zuerst natürlich die Formel. Das heißt also, wir gehen hoch zur Einfügen, gehen dann zur Form und wählen hier das Rechteck mit abgerundeten Ecken aus. Haben das ausgewählt, ist im nächsten Schritt natürlich, dass wir das Ganze x-beliebig aus der Folie platzieren können und natürlich so groß haben können, wie wir es haben möchten. Haben wir das Ganze getan, können wir jetzt das Ganze hier noch ein bisschen bearbeiten. Das heißt ja hier zum Beispiel, können wir sagen, dass wir die runden Ecken noch ein bisschen runder haben wollen, indem wir auf diesen schönen gelben Punkt draufklicken und nach rechts ziehen. Dann kriegen wir es noch weiter runder. Im nächsten Schritt natürlich können wir hochgehen zur Fülleffekte zum Beispiel, können sagen, keine Füllung. Dann bei der Formkontur können wir sagen zum Beispiel, dass die Stärke natürlich stärker gemacht werden soll. Und im nächsten Schritt natürlich können wir noch sagen, zum Beispiel schwarze Farbe. Und natürlich bei Formeffekte können wir sagen, dass wir einen Schatten hinzufügen wollen. Und hier kannst du dir das Ganze aussuchen, was du möchtest. Ich wähle das hier von unten rechts aus. Können also draufklicken, haben es ans gemacht. Ist im nächsten Schritt natürlich, dass wir das Ganze duplizieren. Und natürlich ein bisschen kleiner ziehen, denn wir wollen das Ganze mitten in die Mitte reinfügen. Haben wir das auch gemacht. Ist im nächsten Schritt natürlich, dass wir es hier an dieser Stelle natürlich jetzt uns so anpassen können, wie wir es haben wollen. Haben wir es so angefertigt, wie wir es haben wollten, ist jetzt im nächsten Schritt natürlich, dass wir die beiden Formen jetzt uns gruppieren. Das heißt also, wir klicken auf die erste Form und dann auf die zweite Form. Haben wir das getan, mit Rechtsklick draufklicken und sagen natürlich, dass es ganz gruppiert werden soll. Ist das getan, können wir jetzt im nächsten Schritt natürlich das noch platzieren, was wir hier drin haben wollen. Und das mache ich ganz kurz mal. Ist das nun eingefügt, was wir haben wollten, ist im nächsten Schritt natürlich, dass wir uns jetzt die ganzen Sachen auswählen und uns das sozusagen jetzt dreimal oder besser gesagt zweimal kopieren, so dass wir das Ganze dreimal haben. Und das mache ich ganz kurz mal. Haben wir die erste Seite sozusagen jetzt fertig, ist im nächsten Schritt natürlich, dass wir jetzt die Seite hier, die wir hier angefertigt haben, jetzt viermal duplizieren. Das heißt also, auf der linken Seite, wo die Folienübersicht ist, klicken wir also auf die erste Folie rauf. Mit Copy und Paste können wir das Ganze jetzt duplizieren. Ist das getan, ist im nächsten Schritt natürlich, dass wir jetzt auf die zweite Folie gehen. Wir sagen dann hier natürlich jetzt die erste Ampulle, die wir jetzt drehen wollen, zum Beispiel, ich sage jetzt auf der rechten Seite, soll das Ganze gedreht werden, können das hier oben auf dem Symbol jetzt drehen und das Ganze so hin platzieren, wie wir das Ganze haben möchten. Im nächsten Schritt können wir das Ganze dann hier einfügen, was wir hier hingeschrieben haben wollen, und das mache ich auch mal. Haben wir das Ganze eingefügt, was wir jetzt haben wollten, hier auf der rechten Seite, ist im nächsten Schritt natürlich, dass wir das Ganze wiederholen können auf die nächsten Folien mit den restlichen zwei Ampullen. Und das machen wir einfach mal ganz kurz. Sind jetzt alle Folien mit dem Text versehen, ist im nächsten Schritt natürlich, dass wir auf die erste Folie wieder zurückgehen. Denn jetzt kommt die Aktion, die ich euch versprochen hatte. Und zwar gehen wir auf das erste Bild hier auf der rechten Seite zum Beispiel. Können dann sagen, natürlich hier oben bei Einfügen, dass wir zur Aktion gehen. Und natürlich im neuen Fenster wollen wir jetzt das Ganze natürlich auswählen, was wir hier haben wollen. Und das machen wir, indem wir rübergehen zum Maus ausruhen lassen auf, klicken also darauf und können jetzt hier auswählen, Hyperlink zu. Und natürlich nicht die vierte Folie, sondern wir sagen jetzt zum Beispiel, wir gehen auf die Folie und sagen, dass es auf die zweite Folie springen soll. Können das Ganze mit OK bestätigen und das Ganze mit auch nochmal mit OK bestätigen. Im nächsten Schritt natürlich gehen wir jetzt auf das nächste Bild, also in der Mitte, können hier wieder hochgehen zur Aktion und können hier auch sagen, Maus ausruhen lassen auf. Natürlich wieder den Hyperlink hinzufügen, nicht auf die vierte Folie, sondern wir wählen wieder die Folie aus, zum Beispiel auf die dritte Folie, wo bei mir das Ganze dann hier ist, können das Ganze mit OK bestätigen und bestätigen das Ganze auch nochmal mit OK. Und jetzt kommen wir natürlich noch zum letzten Bild, klicken also wieder drauf, gehen wieder hoch zur Aktion und können hier wieder das Ganze auswählen, Hyperlink zu, natürlich hier können wir die Folie auswählen und schauen nochmal, ob das wirklich jetzt die letzte Folie sein muss, sehen also, dass die vierte Folie, können also mit OK bestätigen und das Ganze auch nochmal mit OK bestätigen. Haben wir das Ganze getan, ist jetzt im nächsten Schritt natürlich, dass wir auf die zweite Folie gehen. Sagen wir natürlich jetzt hier, was soll passieren, wenn wir zum Beispiel wieder weggehen mit der Maus. Das heißt also, wir gehen auf das Bild wieder rauf, gehen nach oben zur Aktion, sagen natürlich die Maus ausruhen lassen auf, gehen nicht auf die vierte Folie, sondern sagen natürlich, dass das Ganze wieder auf die erste Folie zurückspringen soll, bestätigen das Ganze und drücken OK. Haben wir das Ganze getan, ist im nächsten Schritt natürlich so, dass wir jetzt auf die dritte Folie gehen.
Sagen natürlich hier wieder, dass dieses Bild ausgewählt werden soll. Gehen zur Aktion. Sagen natürlich wieder hier, dass das Ganze auf die erste Folie zurückspringen soll. Bestätigen das Ganze mit OK und wiederholen das Ganze mit der letzten Folie. Haben wir das Ganze geschafft, ist der nächste Schritt natürlich, dass wir auf die linke Seite gehen, wo die Folienübersichten ist. Sagen natürlich Folie 4 bis Folie 1 wählen wir also aus, gehen dann hoch zu Übergänge und sagen, dass das Ganze gemorpht werden soll. Wir können uns jetzt noch anschauen, was wir hier angestellt haben. Wie du sehen kannst, liebe Zuschauer, sind wir noch da angekommen, wo wir auch hin wollten. Wir haben also auch das Ende des Tutorials erreicht. Ich hoffe, dir, liebe Zuschauer, hat das Ganze gefallen. Lasst mir ein Like da, vergesst nicht zu abonnieren, natürlich die Glocke zu aktivieren, damit ihr keine weiteren Folgen von mir, The Code 999 in PowerPoint verpasst. Also dann bis zum nächsten Mal.